Ich habe dem Tod schon oft ins Auge gesehen. Ich habe es nicht gewollt. Aber in solchen Momenten spürt man eine Ruhe, eine Klarheit, die man nie erwartet hätte. Es wird einem klar, dass die Gegenwart das Ziel eines jeden Schrittes war, den man gemacht hat. Und im selben Moment sieht man einen zweiten Weg. Das ist der, für den man sich beim ersten Schritt hätte entscheiden können. Wir sind alle zusammen auf diesem Weg. Die Guten, die für die falsche Sache kämpfen. Und die Korrupten, die sich in Rechtschaffenheit hüllen. Jeder ist überzeugt, dass er auf der Seite der Engel steht. Aber jede Reise endet irgendwann und man kann dem Tod nicht ewig entrinnen. Wir hatten all unsere Kraft gegen Atlas eingesetzt, doch sie reichte nicht aus. Und nun mussten wir zahlen. Gefangen, unbekannter Ort, 8. Januar 2061, 14.30 Uhr. Vorsicht. Jedes Detail könnte wichtig sein. Was ist das hier? War mal ein Forschungslabor. Wurde von 1 wohl modifiziert. Forschung für was? Irgendwas in Richtung Medizin, glaube ich. Aber egal. Jetzt ist es ein Knast. Es ist soweit. Wir überleben nur, wenn wir einen klaren Kopf behalten. Auf unsere Chance warten. Alle raus aus dem Laster! Los! Warum so grob? Ich kann auch selbst den Laster verlassen, Pisser. Willkommen bei Atlas. Bereit für Lieferung. Käfig öffnet sich. Die beiden. Käfig 10. Los, Bewegung. Geht ihr? Käfig. Die anderen hinter die rote Linie. Der Käfig füllt sich. Hinter die Linie. Wir gehen runter nach 0. Los, in den Käfig. Alter. Käfig schließt sich. Wie kommst du hierher? Unsere Luftunterstützung wurde vom Manticore vernichtet. Ich war nicht im Sprengradius, aber unser Trupp war völlig unterlegen. Holt uns hier irgendjemand raus? Die ganze Stadt ist verseucht. Wir haben uns komplett zurückgezogen. Denke nicht, dass jemand kommt. Käfig öffnet sich! Alter. Okay, los Jungs, raus aus dem Käfig, los raus jetzt! Bewegung! Hierher! Hierher, los! Na los! Bin ich doch, du Pisser! Gehen wir los! Okay, Käfig leer. Schick ihn wieder hoch. Augen geradeaus! Oh, 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 oh. Was glotzt du so? Augen geradeaus! Schnauze! Los, auf es kommen Bewegung. 4! Das ist aber kein normaler Knast hier. C-Block rauf! Okay, Leute, hier entlang. Holen wir auf. Freigabe. C-Block wird... Alter. Was zum Fick? Augen geradeaus. Los, weiter. Ach du Scheiße. Da kommt noch mal zur Seite. Wo zum Fick sind wir hier gelandet? Sorry den Ausdruck, aber... Alter. C-Block wird verriegelt. Käfig öffnet sich. C-Block offen. Fesseln hoch. Freigabe. Sicher. C-Block wird verriegelt. Alter, was? Runter. Runter. Ach. Damit lassen wir sie nicht durchkommen. Was für Drecksäcke, ey. Was zum... Ui. Okay. Ich wollte den Mann treffen, der mich umbringen sollte. Wir sollten sie nur aufhalten.
Aber hätten wir sie umgebracht, hätte uns das auch nichts ausgemacht. Scheitern wird hier bei Atlas nicht akzeptiert. Daher bin ich ungehalten, dass drei meiner besten Leute so total versagt haben. Tja, aber so muss es sein. Die Spreu vom Weizen, die Starken von den Schwachen. Die alten Spartaner wussten, was Krieg bedeutet. Aber das Wissen ging verloren. Boah, ich hab so einen Hass auf den Typen. Jahrtausende lang. Und ihr Sohn Will, was war er? Spreu oder Weizen? Will war das Opfer der fehlgeleiteten Politik der US-Regierung. Will starb für das, woran er glaubte. Das Tragische dabei ist, für das zu sterben, woran man glaubt, macht es nicht wahr. Oh, shit. Du bist nicht jung, aber du bist stark, Cormac. Ich gebe dir 20 Minuten, bis du verblutest. Bis dahin überleg dir, ob es all das wert war. Bis du verblutest. Alter. Und du? Er nimmt jetzt den Arm ab. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Ich habe an dich geglaubt. Ich gab dir eine zweite Chance. Das muss man ihn aber lassen. Oh. Du bist nicht wie Will. Das war's mit der Prothese. Comic. Heilige Scheiße. Sehr gut. Weiter so, Gideon. Hol ihn da raus. Kannst du gehen? Stoppt Irons. Ich kann nicht. Schluss jetzt. Wir gehen. Alle zusammen. Ich hab ihn. Okay, mir nach und leise sein. Oh shit, ey. Oh fuck. Was zum Teufel? Okay, die KI war echt dämlich gerade. Oh shit. Das ist eine verdammte Leichenhalle. Gib ihn, Gideon, gib ihn. Sehr gut, Waffen. Nein, echt. Oh. Die Größe könnte passen. Nimm seinen Exo-Anzug und die Waffe. Ich hab's nicht gesehen, mach's nochmal. Warum soll ich ihn, also meinst das anziehen und du... Was mit meinem Arm? Mit nur einem Arm lädt es sich schlecht nach. Jeder Schuss muss treffen und wenn du Munition brauchst, nimm eine neue. Bereit? Okay, alles klar. Ich habe echt nur einen Arm. Sieht nach Oberflächenzugang aus. Ilona, hier entlang. Mitchell, an die Konsole. Die Tür öffnen. Jojo. Beeilung! Bin bei. Okay, da. Und das alles mit nur einem Arm, ey. Waffen runter! Ich schieße gleich! Mitchell, da bleiben! Fallen lassen! Was ist los? Tür verriegelt. Zurück! Verdammt! Scheiße! Oben rum! Wir finden einen Weg! Mitchell, na los! Wiederhole! Häftlinge sind entkommen und...
fuck, diese Leichensäcke. Ich schieße da echt ungern gegen. Wir müssen Cormac hier rausbringen. Verdammt. Man hat... Ich Ilona kenne, sichert sie oben alles. Lassen wir sie nicht warten. Das Ding ist einfach, ich möchte, dass Cormac hier heile rauskommen. Manticore schlägt zu. Er feuert Raketen ab. Bagdad war erst der Anfang. Washington, New York, Los Angeles. Geschwister, was? Militärische Ziele im ganzen Land. Abschuss in unter 2 Stunden. Verdammter Scheiße. Keine Scheiße. Wow! Sie haben einen kapitulierenden Feind angegriffen. Bitte was? Ich habe gar nichts angegriffen. So wie ich Ilona kenne, sichert sie oben alles. Oh, jetzt darf ich mir die Qual nochmal antun. Ah, okay. Ah, sehr gut, wir haben... Manticore schlägt zu. Er feuert Raketen ab. Bagdad war erst der Anfang. Washington, New York, Los Angeles. Militärische Ziele im ganzen Land. Abschuss in unter 2 Stunden. Oh, 3er-Schuss. Scheiße. Okay, die ist gut. Oh, mein... Ah, Mann, ey. Fuck. Voll verrutscht. Oh, nochmal den Scheiß. Ja, ja, sie sichert alles. Lassen wir sie nicht warten. Ja, ja. Hm. So, hallo, na, ich hol mir jetzt mal die Waffe. Ah, lass mich durch. Genau, die hier. Feuert Raketen ab. Bagdad war erst der Anfang. Washington, New York, Los Angeles. Militärische Ziele im ganzen Land. Abschuss in unter 2 Stunden. Verdammter Scheiße. Ja, mhm. Oh, können wir? Ja, wir können. Alter, verzieht die Waffe. Ey, das ist echt krass gemacht, dass ich jetzt jedes Mal eine neue Waffe ziehen muss. Ruhig bleiben, schön ruhig. Ilona, kommen! Verdammt! Ich traue hier irgendwie niemanden. Also hier irgendwie so gar nichts. Was? Die Tür ist zu. Machst du mal... Sequenz gestartet. What? Fertig. Hallo, ich habe immer noch das nur einen Arm. Das ist also eins Zukunftsvision. Tote, eingeschweißte Menschen. Aus dem Weg! Los! Okay, ich glaube, wir haben hier jetzt gerade für Unruhe gesorgt. Okay, geh dir, mach mal. Lol, nicht nur auf 3 Uhr, hier drinne. Halt durch, Mitchell. Alter, das ist echt kacke ohne Nachladen. Oh, fuck. Halt durch, Mitchell. Wo sind da noch welche? MP auf 12 Uhr. Diese Scheiß verziehen hier. Wow, 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 wow. Wir schaffen das. Ich hoffe doch. Hier gibt's noch Waffen, Mitchell. Ich merk schon.
Macker, der ist direkt neben mir gespawnt wieder. Was zum Mann? Ah, Gott. Der Typ ist 100 pro hinter mir gespawnt. Aus dem Weg, los! Okay, Granaten habe ich nicht. Gideon. Kontakt, 12 Uhr. Ah, oh, Gideon. Noch Munition da. Hab eine MP. Sie haben einen unbewaffneten Feind getötet. Willst du mich verarschen? Aus dem Weg! Los! Oh Gott, ey. Mach hier gleich alles mit dem Messer, ey. Waffe auf 3 Uhr! Boah, läuft. Ich habe nur noch Messer. Ja. Munition prüfen. Ja, ich brauche erstmal Deckung. Blendgranate los. In Deckung. Oh, shit. Ja, nett, dass deine Beine hier durchfliegen, aber ich könnte die Waffe gebrauchen. Danke. Ey, Gideon, wie weit bist du denn jetzt schon? Hab dich, Mitchell. Sehr gut. Halt durch, Mitchell. Sie kommen auf den MP auf 12 Uhr. Die will ich haben. Nein, nicht die. Genau, nein, nicht auch die. Ah, das sind nur eine Pistole, willst du mich verarschen? Ja. Oder hat irgendjemand hier was Besseres? Wir müssen weiter. Ich will aber nicht. Nein. Ja. Danke. Fühle ich mich ein bisschen sicherer mit. Auf den scheiß Boden! Hey, langsam, wir. Runter jetzt! Oh, oh mein Gott! Sorry, Mann. Du, keine verschissene Bewegung. Zurück, Bruder, ich schieße. Na los, zur Tür. Du wirst dich schießen. Woher kommen die Manticore-Abschüsse? Woher? Atlas Kommandozentrale. In der Stadt. Der ist... Luke. Na los. K.O., denke ich mal. Ja, toll, danke. Arschloch. Au. Wo zum Teufel sind wir? Im Mülleimer? Das klingt nicht gut. Was zum... Wow. Oh, shit. Doch nicht so wow. Nicht gut. Wir müssen raus. Da. Heilige Scheiße. Ein Luftschacht unter dem Wagen. Mitchell, hilf mir. F zum Schieben. Wir müssen den Wagen anschieben. Bin bei. Los, schieben. Au. Ich schieb doch schon, du. Holy shit. Hier durch. Oh. Fuck. Bewegung. Wow. Wo sind wir hier? Komm schon, Mann! Ich komme! Gib mir deine verschissene Hand, Mann! Scheiße! Mitchell! What? Hab dich! Danke! Was ist gerade passiert? Das war knapp. Auch wenigstens habe ich die Pistole noch. Boah, Alter, was ist denn das? Sonnenlicht! Wir sind fast draußen! Juhu! Wir müssen den Manticore-Start melden! Gideon, hier ist Ilona. Ich habe ein Fahrzeug zur Evakuierung. Boah, sehr gut. Treffpunkt nördliche Mauer. Gut gemacht. Sind unterwegs. Schnell. Cormac geht's nicht gut. Hier durch. Der Heli, den nehmen wir. Wir schaffen das. Das ist mir bewusst, dass es ihm auch nicht mehr so gut geht. Ich hab ihn im Visier.
Granate! Ja, und dann noch so stark gerüstete. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich hab nur einen verschissenen Arm. 11 Uhr. Waffe auf 9 Uhr. Danke für die Rettung. Kein Problem. Du hast gar nichts im Visier. Waffe Blendgranate. Halt, 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 halt. Waffe? Danke. Okay. Okay, die Mission ist irgendwie echt cool gemacht, dass man jeweils jedes Mal Waffen wechseln muss. Hier ist genug Manticore, um alle wichtigen Militärbasen der Welt zu treffen. Wir müssen Ilona und Cormac finden. Na los. Da müsste jetzt einfach einer hochgehen. Obwohl, die sind alle Atlas registriert. Bereit? Ja. Gehen wir! Los! Oh, guter Schuss. Los, zum Heli! Ja, gut. Oh, shit. Oh, shit. Bin drinne. An alle Stationen, hier ist Sentinel 2-1. Hört mich jemand? Versteht mich jemand? 2-1, hier Kingpin. Wir hören. Dachte schon, wir hätten sie verloren. 1 plant Biowaffenangriffe auf mehrere große Basen in den nächsten 2 Stunden. Verstanden. Verfolgen ihre Position. Schicken Luftunterstützung. Kingpin, hören Sie! Verdammt! Festhalten! Alter, was war das? Was zum... Bin ich tot? Auf die Beine! Aufpassen! Oh, scheiße! Gut. Leert. Okay, der ist auch tot. Scheint noch zu funktionieren. Auf manuell schalten. Oh, yes. Hier drüben, Mitchell. Oh, nice. Jetzt darf ich damit mal rumspielen. Habe ich zwar im Multiplayer schon ein paar Mal gemacht, aber... Oh, yeah. Okay, mit G. Linke Maustaste. Durch die Mauer brechen, Mitchell! Ach so. Oh yes. So halten die nicht so viel aus, die Dinger, wenn ich sie steuere. Tja. Alter, die redet die ganze Zeit zu mir. Als wir den scheiß Drohnen weghaben. Oh yes! Mit so einem Goliath rumzuspielen bringt Spaß, wenn er auch im Multiplayer mal so gut funktionieren würde. Also im Multiplayer haben sie den bestimmt verkackt. Wow, was zum Teufel!
Welche Mauer? Okay, die Mauer. Durch die Mauer brechen, Mitchell. Kriegen wir hin. Boom. Ja. Das kriegen wir auch so hin. Das bringt Spaß. Oh, shit. Das bringt jetzt nicht mehr so viel Spaß. Holy crap. Ich bin einer, ihr seid vier. Das Problem ist, dass hinter mir... ...ebenfalls Schaden nimmt. Kommt einfach durchs Haupttor. Wir finden euch. Okay. Ah, komm, ihr scheiß Drohnen, ey. Das ist das Tor hier raus. Ey, diese Drecksdrohnen. Ja. Sehr gut. Gib mir mal aus dem Weg hier. Okay. Tor hochfahren. Ach, tippen. Warte. Oder gedrückt halten. Was muss ich da machen? Hä? Ich halte jetzt einfach mal gedrückt. Ich tippe. Wie ein Verrückter. Ah, okay. Oh shit. Au. Who fuck? Alter. Da sind sie ja. Los, rein da. Komek. Er ist hinten. Ich helfe ihm. Fahr einfach. Okay, alles klar. Kümmere dich gut um ihn, Elona. Kümmere dich gut. Beten wir, dass wir nicht zu spät kommen. Oh ja, das werden wir. Holy shit, was eine Mission. Spreu vom Weizen. Ehrungschaft freigeschaltet. Ich bin echt übelst gespannt, was da jetzt auf uns zukommt noch. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei der letzten Mission von Call of Duty Advanced Warfare. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, dann würde ich sagen, bleibt dran, lasst eine Bewertung da und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Stormy.